Maria Weiler, Sängerin, Mutter, Hausfrau, betrogene Geliebte und Managerin des nesttreuischen Erfolges. Wer war die Frau, wie Nesttreu seine langjährige Bühnen- und Lebenspartnerin nannte, die den Humor und die Ausdauer hatte, 35 Jahre an seiner Seite zu leben? Und wie erzählt sich diese Biografie aus weiblicher Sicht? In der Rotmühle wurde ein humoriger Abend mit Duetten, Couplets, Arien und Koloraturjodlern aus dem Biedermeier geboten. Wo geht's am Theater zu? In a Natur. Ja, da hab ich schon genug. Da hab ich schon genug, ja, da hab ich schon genug, ja, da hab ich schon genug. In der Schwächerter Rotmühle fand vergangene Woche ein einzigartiger Abend zu Ehren von Marie Weiler statt, der langjährigen Lebens- und Bühnenpartnerin des österreichischen Theatergiganten Johann Nesttreu. Die Künstlerin Agnes Palmisano brachte mit ihrer beeindruckenden Darbietung die vergessene Frau und die ebenso vergessene Musik der Biedermeierzeit wieder ins Rampenlicht. Das Spannende an Musik oder an Geschichte ist eigentlich die Zeitlosigkeit. Ja? Also es ereignen sich, es entstehen Beziehungen, es gibt Themen und die sind über die Jahrhunderte irgendwie gleich, Männer und Frauen und wie die miteinander oder aneinander vorbei, was sie sich gemeinsam aufbauen, was bleibt aus 35 Jahren gemeinsame Beziehung übrig. Also vom Nesttreu weiß man, dass er die Marie Weiler sehr oft betrogen hat. Er war irgendwie ein, man würde jetzt sagen, sexsüchtig und spielsüchtig. Damals gab es auch überhaupt keine psychologische, also eben wie ich sage im Stück, Sigmund Freud war noch nicht mal auf der Welt zu der Zeit, wo das Nesttreu schon sehr reflektiert über Dinge gesprochen hat. Aber also ich meine, dass man sowas therapieren kann, an sowas kann man vielleicht heute denken, aber damals hat man als Frau das einfach wohl in erster Linie erduldet und ertragen. Da war er immer mit mir auf der Bühne. Er, der Komiker von der traurigen Gestalt. Der von der Frau sitzen gelassene Frauenheld. Eine Frau, die sicher auch über den Herrn Nesttreu Karriere hat machen wollen, also nicht nur, aber dann sehr drunter gelitten hat, mit ihm verheiratet zu sein, weil er das ganze Geld rausgeschmissen hat beim Kartenspielen und beim Saufen. Also es war schon sehr schwer für sie und sie hat ihn wirtschaftlich am Leben erhalten. Gebiete, weiß wirklich nicht, was du hast, sagt der Mann. Dass das Mensch mir so viel zarte Achtung erweist, der das geschieht in Bewunderung doch nur für meinen. Palmisano schlüpfte gekonnt in die Rolle von Weiler und entführte das Publikum durch ein bewegtes Leben voller Anekdoten, humorvollen Couplets und ergreifenden Arien. Ihre meisterhafte Interpretation spannte dabei einen Bogen von den ganz vollen Höhen der Koloraturjodler bis hin zu den tiefen emotionalen Abgründen, die Weilers Leben prägten. Von der Nesttreu gesagt hat, dass es ohne sie ihn gar nicht geben würde. Und wenn man so die Biografie, also ich habe mich halt da recht rein vertieft, und ich glaube, er hat recht. Sie hat ihm irgendwie das ganze Leben gemanagt und organisiert und ich glaube, ihn auch sehr geliebt. Und es ist ein bisschen eben, es ist eine Beziehungsgeschichte, die alleine verhandelt wird, wie, glaube ich, sehr oft Beziehungsgeschichten eigentlich nicht in Beziehung verhandelt werden, sondern eben alleine oder gar nicht verhandelt werden. Und für mich das Spannende ist die Musik, das ist sozusagen die Originalmusik aus Nesttreu-Stücken, die für sie komponiert wurde. Das ist sozusagen das, was man von ihr hat oder weiß, ja, sagen kann, das hat sie gesungen. Obwohl Johann Nesttreu an diesem Abend nicht im Mittelpunkt stand, war seine Präsenz doch allgegenwärtig. Palmisano gelang es, die komplexe und vielschichtige Beziehung der beiden Künstler auf der Bühne lebendig werden zu lassen. Sie beleuchtete sowohl die Erfolge ihres gemeinsamen Schaffens als auch die Herausforderungen und Schattenseiten von Weilers Leben an der Seite des berühmten Nesttreu. Natürlich, jeder kennt Johann Nesttreu und jeder kennt die Geschichten aus seiner Perspektive. Und das mal auch von der anderen Seite zu hören, ist sehr spannend. Wer denkt jemals darüber nach, Partnerin
von Nesteroy, wie hat sie alles erlebt und getan mit ihm 35 Jahre lang, ist sicherlich auch kein einfaches Leben gewesen. Schauen wir sich einmal an, wie das Ganze wird. Das ist ein, wie soll man sagen, musikhistorisches Unikat, was da irgendwie wieder zum Leben erweckt wird. Und ich glaube eben gerade durch diese kleine Besetzung und durch diese Intimität wieder eigentlich eine neue Klangfarbe und einen neuen Reiz wieder kriegt. Der Abend war ein bewegendes Erlebnis voller Humor, Herzschmerz und neu entdeckter Musik. Marie Weiler erhielt endlich die Anerkennung, die sie lange Zeit entbehrte, und wurde durch die herausragende Leistung von Agnes Palmisano gebührend geehrt. Das wünsche ich mir natürlich, dass das, was wir hier machen, andere Menschen berührt und dass es sie irgendwie weiter bewegt, einfach wie das so ist im Leben und mit den Männern und mit den Frauen und mit der Liebe und mit der Musik.